Guten Tag, meine lieben Leute, hier ist der Gusor wieder und was seht ihr? Dump 2. Bogencheck für Claudi vom Gusor. Ich drücke mal auf Senden und dann geht es nämlich eventuell in den Clan Dump 2. Und dann werden wir mal gucken, wie sich Claudi denn so verhält. Claudi Punkt, 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 Smiley. Wie das so klappt. Ich guck mal, ob ich schnell angenommen werde oder ob ich gar nicht angenommen werde. Kann ja auch sein, dass es heißt, oh ja, hier. Der kommt nicht rein. Nebenbei greife ich einfach nochmal an. Aber da gibt es mit den Truppen momentan echt gerade nicht wirklich... Ja, weiß ich nicht. Bin ich mit der Zusammenstellung echt nicht zufrieden. Ich habe jetzt extra den Barge-Anteil rausgenommen und wirklich gesagt, okay, komm, mehr wirklich nur die Kobis, weil ich will noch weiter runter. Es ist mir einfach zu weit oben, weil ich relativ viel Dunkles habe. Ich glaube jetzt 120k oder sowas. Und natürlich dann einer, der halbwegs gut ist, gerne aber logischerweise auch die Base knackt und sich dann natürlich alles nimmt. Klar, kann ich ihm, wie gesagt, kann ich ihm auch absolut keinen Strick draus drehen, dass ich sage, oh, was sind das alles für Penner? Ich meine, so ist das Spiel. Also ich habe das ja auch immer wieder erlebt, denn dass es dann heißt, oh ja, warum hat der mich angegriffen? Ja, warum? Weil der Sinn des Spiels ist, oder? Also ist nun mal so, ganz klar. Und wenn ich halt eben relativ viel Dunkles habe, klar, dann sagt halt eben auch einer, ey gut, okay, komm, lass mal knacken, Junge. Von daher, ganz logisch. Hier könnte man gucken, dass man den halt wirklich, weil er halt eben 200.000 hat, was ich meine, ihr wisst selber, ey, vor einem Monat knapp haben wir gesagt, gut, okay, 300 von beidem, anders ist gar nicht, oder? Und das ist schon echt ganz schön krass zurückgegangen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich noch weiter runtergehe, dass wieder mehr möglich ist, sage ich mal. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich den nicht eventuell... Ich denke mal, das sollte doch hier ganz soft laufen. Nebenbei, ich hoffe, ihr habt es gemerkt oder ihr merkt es immer noch, dass es mittlerweile so ein bisschen bei mir mit der Nase so ein bisschen besser geworden ist. Also ich habe mir jetzt auch eine Tablette reingepfiffen und habe auch mir gesagt, okay, komm, Nasenspray ist am Start, dass man da halt wirklich, ja, da sitzt und dann die Nase frei hat, weil das geht gar nicht, echt. Also das ist erstens halt über eine gewisse Zeit lang dann halt zu quatschen mit geschwollener Nase, sage ich mal, geht gar nicht. Das macht absolut gar keinen Spaß und es hört sich natürlich auch extrem unschön an. Klar, wenn man da die ganze Zeit nicht so richtig quasseln kann, das nervt voll. Und das ist dann auch nicht so im Sinne des Erfinders. Ah, hier bräuchte ich eigentlich gar nicht hin. Nee, dann lieber. Ah, okay, jetzt sehen wir hier gerade, dass wir hier noch CW-Truppen rausgelockt haben. Ja, aber ich meine, wenn das Kleinzeug hier jetzt schon alles kaputt ist und der Minenwerfer eh gleich down ist, dann kann ich auch von der Seite hier angreifen und hier nochmal die Line komplett durchziehen. Mal gucken. Der Magier, genau, die Magier sind noch vom Gegner da. Jetzt wird der... Ey, ich hätte gedacht, ganz ehrlich, ich hätte jetzt in dem Moment gedacht, dass die Kobis zum Sammler rennen. Zum Elix-Sammler. Ganz ehrlich, ohne Shit. So, jetzt gucken wir mal. Ja, okay, jetzt kommen die anderen Magier raus. Dann ist da natürlich auch Ende. Ist natürlich nicht so schön. Können wir das eventuell... Genau, wenn wir die jetzt eventuell damit so ein bisschen weglocken... Und jetzt nochmal hier, aber wenn hier ein Magier Gas gibt, dann ist Ende mit den Kobis. Ja, ja, klar. War jetzt, naja, ja, ja, wie gesagt, ich habe extra, ihr werdet es auch gesehen haben. Ihr werdet es auch gesehen haben, genau. Dass ich eben extra halt nicht den Rage-Spell verwendet habe, weil ich mir gedacht habe, gut, okay, komm. Und ich dachte jetzt auch schon wieder, 4 Millionen, scheiß drauf, 4 Millionen, komm. Dann lass mal irgendwie doch noch irgendwas anderes upgraden. Aber nein, ich quäle mich jetzt definitiv dazu. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe immer noch nicht das Armeelager oben, wo ich echt sage, das ist echt richtig derbst schlecht. Aber ich habe halt auch nicht so viel gespielt, muss ich auch dazu sagen. Jetzt gucken wir uns erstmal Claudi an. Im Clan selber... Finde ich, ist auch wieder ein bisschen unübersichtlich geworden, finde ich. Ich hätte mir das im Chat weiterhin gewünscht, dass man dann wieder auf den Clan zugreifen kann. Aber gut, was nicht ist, kann ja... Nee, das wird nicht mehr. Das kann nicht mehr werden. Die Zeit ist vorbei. So, Claudi gucken wir uns an. Wir gehen auf Besuchen. Sehen wir meiner Meinung nach... ja, was heißt... Nee, kann ich gar nichts Negatives sagen. Ich hätte nämlich sonst gesagt, naja, aber das passt ja, das ist ja vollkommen in Ordnung.
Also mit dem Magierturm auf 5 richtig cool. Da, der ist halt noch auf 4, genauso wie der. Aber da ist er schon mal so weit, oder ist sie schon mal so weit oben. Hier sehen wir auch schon die 6er Minenwerfer. Die sind ja so weit auch gemaxt. Hier auch am Start. Was mir gut gefällt, hier haben wir einen Einzelschaden. Hier haben wir einen Flächenschaden, der gebaut wird, sag ich mal. Also nicht einfach nur zweimal gleich Einzelschaden und direkt nebeneinander, also gut gemacht. Base Layout finde ich richtig gut, dass halt die Magiertürme noch relativ innen drinne sind und geschützt sind, dass man da nicht einfach so rankommt, weil die halt relativ schnell down sind. Ansonsten hier wird auf 6, bin ich der Meinung, genau, von 5 auf 6 wird hier die Minen, werden die Minen, genau, die Luftabwehr geupgradet, also das passt auch. Hier sieht auch schon richtig nice aus auf 9, das passt richtig, richtig gut. Und wie gesagt, layout-technisch muss man halt gucken, sehe ich hier so ein bisschen kritisch, weil du halt die Lager komplett draußen hast. Du kannst natürlich sagen, gut, okay, komm, ich will es halt eben... Weil ich gehe mal davon aus, ich gucke mal gerade, ja genau da, guckt euch das einfach mal an. Da wird einfach mal mit dem Bauarbeiter drauf rumgeklüppelt, weil der King von 7 auf 8 geht. Und das ist halt eben auch so eine Sache, wo ich früher halt gar nicht drauf geachtet habe, weil ich mir dachte, ja gut, okay, warum bist du ein kleiner Horst und stellst deine ganzen Ressourcen nach draußen? So, wenn ich aber überlege, aha, okay, soweit schon relativ gut ausgebaut, sage ich jetzt mal. Das passt also schon. Naja, vielleicht ist einfach mal der Gedankengang da, will Claudi eventuell den King upgraden, was jetzt ja auch gerade passiert. Also deswegen natürlich dann eben das Dunkle geschützt wird und von daher gesagt wird, gut, okay, komm, das andere ist nicht so wirklich wichtig. Und dann passt das auch. Man kann einfach wirklich Prioritäten setzen. Das hat mir auch am Anfang, beziehungsweise was heißt am Anfang, aber bei den Helden eben auch richtig, richtig viel gebracht, dass ich gesagt habe, ey, kommt, meine Priorität liegt auf dem Dunklen und fertig, aus. Ganz einfach, ganz easy peasy, komm hier und fertig. Und so macht sich's meiner Meinung nach am besten, weil ich stehe jetzt nämlich auch zwischen Baum und Borke. Ja, Gold für Upgrade von was weiß ich und dann aber wiederum auch Elix für Armeelager und dann habe ich ja noch relativ viel Dunkles, ich muss alles drei beschützen. Das ist so eine blöde Situation, also von daher cool. Was mir nicht gefällt, das ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch, muss nicht sein. Dich daran, dann hast du einfach wirklich, ja, nicht nur, dass du dem Gegner halt in Anführungsstrichen jetzt ein paar Prozente einfach schenkst, sondern halt wirklich die Sache, die, wenn der Gegner dich angreift, hat er mit diesen Punkten, die du hier draußen hast, einfach nochmal viel mehr die Möglichkeit, deine Truppen zu locken. Also sprich, CB-Truppen hat er irgendwie gelockt, hat er gesagt, gut, okay, die sind jetzt draußen soweit und dann braucht er natürlich einen Punkt, wo er seine Truppen halt anfangen kann zu droppen, wo die sich aufhalten. Da gibst du ihm ja förmlich den Freistoß sozusagen dafür, ja gut, okay, komm, fang doch hier an oder fang doch hier an, läuft doch bei mir. Weil er kriegt ja nichts auf die Fresse und hier sind ja keine Fallen. Wie gesagt, das ist natürlich das Geile, wenn man direkt im Clan drin ist und sieht dann halt, okay, das und das kann man machen, beziehungsweise so sind die Fallen aufgebaut. Dann, das hier gefällt mir mega nice, also wirklich, das ist auch wirklich eine hundertprozentige Chance oder die beste Möglichkeit, wirklich so eine Sprungfalle einfach zu nutzen. Hier auch, guckt mal hier, gucken wir mal, wie schaut es hier aus. Hier ist es fast so, wenn du noch eine Mauer überhaben solltest, nur wenn du solltest, dann könntest du hier noch komplett zumachen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, also die ist natürlich sehr hoch, weil entweder Riesenbombe oder Sprungfalle, sind wir ganz ehrlich, klar. Aber wenn du natürlich hier noch eine Mauer hättest, dann würdest du garantiert beide Fallen auslösen können. Das wäre natürlich nochmal extra sweet, aber ansonsten ist das ziemlich geil. Ja, so, jetzt habe ich mich hier nochmal, ja, so ein bisschen verabschiedet. Finde ich ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wurde, das ist nicht das Thema, dass ich jetzt, dass mir jetzt der rote Teppich ausgerollt wird und oh, hier der Guzua und wie immer. Nein, das muss gar nicht sein. Aber ich hätte es schon gut gefunden, dass wirklich einmal wenigstens auf einen Kommentar geantwortet wird. Gar nichts. Also ich hatte zuvor geschrieben, ja, hier ist Claudi online und
kam gar nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, werde ich halt nochmal gucken, ob ich eventuell nochmal einen Angriff hier machen kann. Oh, der hat natürlich richtig geil, also gut Loot am Start in Bezug nehmend auf das Elixier. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie auf die Reihe bekommen, weil es geht ja darum, der Inferno ist auf Single. Und ja, ist natürlich dann nie so gut für die Queen, weil der rasiert. Der rasiert richtig. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich würde mal sagen, hier müsste der schon anfangen einzuschlagen. Und zwar, der schlägt ein wie eine Bombe. Und das ist dann nicht so lustig. Jetzt gucken wir mal hier. King eventuell. Nee, okay. Wir probieren erstmal einfach nochmal rein zu spammen. Und King und Queen, obwohl die noch außen rumlaufen könnten. Ich hau mal ein paar rein. Und habe jetzt hier noch ein paar Kobis am Start. Mal gucken. Ja, genau. Ja. So, schauen wir mal. Jetzt ist er auf der Queen. Und der zieht ihr gleich die Hose aus. Aber die Queen ist dabei. Sie wird im richtigen Moment einfach mal mit der Ability versorgt. Und dann können wir natürlich ohne Probleme den Queen Walk weiterführen. Hier hätten wir eventuell noch die Möglichkeit, den King zu retten. Ich weiß es nicht. Ich will nicht zu viel versprechen, sage ich mal. Weil ein Heiler auf dem King ist natürlich auch nicht so viel. Wobei der... Ja, doch, der kriegt hier schon von drei Seiten ab. Das ist schon ziemlich hart. Da mag der garantiert nicht mehr so lange machen. Mal gucken. Aber manchmal hat man es ja dann echt nochmal so richtig schön knapp. Yeah! Oh, das sieht ziemlich nice aus. Das sieht ziemlich nice. Ich meine, die Base ist nix. Sind wir ehrlich. Die Base ist nix. Aber wenn hier der King noch... Na, schade. Jetzt ist der zweite X-Bow, der hier dann eben auch nochmal richtig rein splashert. Dann ist der King... Alter, will die Queen es echt wissen? Ah, schade. King ist down. Aber das wäre es ja gewesen, wenn die hier halt noch echt richtig schön alles wegrasiert hätte. Das wäre schon ziemlich geil. Aber ansonsten ist das hier ganz, ganz safe, denke ich mal. Jetzt hier, na, zwei Bogies, einen X-Bow. Das wird dann schon kritisch. Zumal ich halt mit jetzt, glaube ich, sogar sechs Heilern an der Queen dran bin. Das ist natürlich unschön, auf jeden Fall. Weil die halt einfach wirklich so viel gar nicht verträgt, eigentlich. So, gucken wir mal hier. Ja, genau. Ist gar nicht verkehrt, dass die so gelaufen sind. Zack, ganz genau. Weil dann hat nämlich die Queen dann die Möglichkeit zu sagen, gut, okay, ich kann ja hier dann schön raus. Und dann denkt die natürlich gleich ganz anders. Und die spart natürlich Zeit beim Rennen. Yeah, ja, Tesla ist egal. Komm, mach mir das Elix. Genau, gib mir das Elix. Läuft auf jeden Fall. Ja, genau. Der eine Barbar zündet erstmal die Bombe, Alter. Zündet sie erstmal. Hier, richtig cool. Da geht noch ein bisschen was im Goldbereich. Aber es, man merkt es wirklich, wie krass wirklich man, wie soll ich sagen, ja, verwöhnt wird durch teilweise richtig fetten Loot. Und dann sitzt man da und denkt sich, oh, toll, die Zeit ist vorbei. Das ist natürlich nicht so schön. So, und da bin ich jetzt im Clan. Schattenlos Trademark. Und Tequila wollte gecheckt werden. Gucken wir mal. Nee. Blödsinn. Ich muss zurückgehen. Und zwar gehen wir in Schattenlos Clan. Dann gehen wir erstmal auf Beitreten. Ist natürlich cool. Momentan sehen wir es halt noch die Base ohne die Fallen. Und dann bestenfalls natürlich gleich mit den Fallen. Das wäre natürlich ziemlich nice. Und dann schauen wir so schon erstmal rein. Mir fällt gleich auf. Level 90. So, Level 90 sagt mir im Normalfall, wenn er maxed out war im Achterbereich, dann ist er richtig, richtig gut am Start gewesen, sage ich mal. Ich sehe wiederum, maxed out war es nicht, alleine schon wegen den Mauern nicht. So, jetzt die Sache, die wir haben hier die Bogitürme auch in Anführungsstrichen erst auf 9 und die kommen auf 10. Hier haben wir schon einen 10er, das wäre maxed out 8 gewesen. Nice. Jetzt die Sache, die ich sehe dann wiederum, was mir richtig, richtig gut gefällt. Wir haben die Minenwerfer gemaxt auf Level 90. Das muss man sich mal geben. Wir haben den X-Bow gemaxt. King, okay, nicht sonderlich hoch. Und Queen immerhin schon auf 6. Also das ist, wenn man das wirklich in der Relation sieht, ist das schon eine richtig, richtig kranke Nummer.
Die Kanonen waren maxed out 8, das passt soweit, hier sogar schon maxed out 9. Also das ist schon ziemlich, ziemlich geil für Level 90. Ich würde mal sagen, nicht viel gespendet. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Und das stelle ich dir jetzt mal. Geht aber auch. Geht echt. Also habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Also von daher echt richtig gut gemacht. Also ich würde denken, nicht so wirklich lange offline gewesen. Immer schön hin und her gesuchtet. Und das sieht schon richtig männlich aus. Hier gefällt mir mit den Luftfegern auch gut, dass die halt nicht direkt in die Base rein, sondern eben so ein bisschen wieder rauspusten. Gucken wir mal, ob wir angenommen werden, aber das, ja genau, jetzt hat's geklappt. Perfekt, super. Und zwar gehen wir nochmal kurz auf Tequila. Da haben wir Tequila nochmal. Und jetzt sehen wir natürlich schön die, was mir natürlich jetzt beim Angriff einen gewissen Vorteil verschafft, aber ganz ehrlich, wenn ich mit dem Queen Walk reingehe, sind mir die Fallen eh egal. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber ansonsten hier, nice Geschichte. Sowas gefällt mir. Tesla nicht einfach so hingestellt und ja, ist halt so, sondern die ist halbwegs noch geschützt und dann passt das. Hier eben genau dasselbe Thema. Wir haben die Queen am Start draußen, was ich jetzt nicht unbedingt machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier natürlich schön geschützt, richtig schön geschützt im Bereich, falls er doch mal irgendwie von ja, Lufttruppen angegriffen wird. Ich guck gerade mal, ich sehe gerade nicht. What the heck? Warum hast du die Luftabwehr so krass außen? Ganz ehrlich, das würde ich dir nicht raten. Wenn du wiederum sagst, hey, 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 ich werde erstens eh nie von Luft angegriffen, das ist ja eine Sache, weil es ja relativ teure Truppen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Das wird man sich auf Silber nicht unbedingt geben, würde ich jetzt mal tippen. Aber das wäre mir ja ein bisschen fehlend, das wäre mir ein bisschen zu krass. Aber gut, okay, wenn du sagst, läuft, ich würde es nicht so machen. Weil wie gesagt, wenn du mal an einen kommst, der halt mal sagt, hey komm, hier, ich habe halt meine ganzen Dragos am Start, dann sagt der hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und dann lass rocken die Kiste. Kann man natürlich ziemlich schnell gefickt sein. Meine Meinung. Also ich würde es so nicht machen. Ansonsten, wie gesagt, mit den Luftfegern, das gefällt mir ganz gut. Und mit den Mauern, ganz ehrlich, auf Level 9 schon teilweise. Wie gesagt, dann auch erstmal den Rest auf 8 hochziehen. Aber ist das wirklich schon für Level 90 schon echt männlich? Also das läuft ganz gut. Wie gesagt, ich würde jetzt nur super, super gerne angreifen hier. Aber das scheint leider auch nichts zu werden. Ihr scheint wohl die Kommentare nicht so recht. Weil wenn ich, ich habe das jetzt wie gesagt immer unter die Kommentare mit runtergeschrieben. Dann kriegt ihr ja auch eine Nachricht. Ja, oh, oh, einer hat mir was geschrieben, wie auch immer. Und dann kriegt ihr die Nachricht, hey, cool, und so weiter und so fort. Das wäre natürlich super, wenn ihr dann auch logischerweise da seid, dass man wirklich einen Fight machen kann. Das wäre halt ziemlich cool. Und mal gucken, ob wir hier noch einen schönen Fight zu sehen kriegen. Aber das wäre schon echt ziemlich geil gewesen, weil wirklich, ja, für den Queen Walk selber, sag ich mal, ist natürlich eine Base halt richtig schwierig zu bauen. Klar, hey, hier haben wir mal echt schön Loot, das ist ziemlich geil. Ich hoffe mal, ich gehe schön außen rundherum. Sollte eigentlich ganz gut passen. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, ganz wichtig. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich habe ja immer zuvor mit 5 oder 6 Heilern halt eben angegriffen, beziehungsweise halt auf die Queen halt draufgesetzt und muss halt wirklich sagen, gut, dass zuvor dann nochmal, dass ich nochmal reingeschaut habe ins Clash of Clans Wiki, weil die Reduktion der Heilkraft ist halt wirklich schon ab 5 Heilern da und die geht schon echt enormst runter. Also man denkt so, ah naja, das wird ja alles gar nicht so wild sein. Doch, es ist so wild und zwar extrem mega wild und die Heilkraft geht einfach tierisch runter. Und das ist einfach nicht wert. Jetzt haben wir natürlich schon wieder schön jemandem ein Schild gegeben, wie das sein soll. Keystar 96. Und ja, klar. Also wenn das halt eben möglich ist, dann sollte man da auch wirklich ein Schild geben, um halt wirklich den Loot aufrechtzuerhalten. Es ist halt wirklich so. Ich dachte auch, ach naja, ist ja nicht so weiter wild. Bloß wenn man sich halt wirklich überlegt, wenn halt derjenige halt dauerhaft
eingesaugt wird, sage ich jetzt mal, von den ganzen Spielern. Klar, dann ist natürlich dann nach 2-3 Angriffen nichts mehr da. Deswegen Schild rein, dass der sich so ein bisschen regenerieren kann und dann geht das auch wieder weiter. So, jetzt gucke ich mal, gehe ich mal davon aus, dass jetzt erst... Ah, nee, okay, der Bogiturm wird hier ausgelassen. Ist natürlich nicht unbedingt das Allerbeste, aber ich denke mal, ganz ehrlich, die Heiler halten das aus. Und die Queen werde ich jetzt hier ragen. Und ich werde hier den gar nicht nehmen. Ich meine, es wäre natürlich cool, man würde noch ein bisschen was bekommen. Ich könnte ja mit dem King reingehen, aber lasse ich erstmal. Lasse ich, weil ist nicht weiter wild, ganz ehrlich, die 300, die passen. Das ist ganz in Ordnung. Hier, so macht man's. Was haben wir verwendet? Ganz ehrlich, das ist gar nichts an Ressourcen. Schaut mal, hier haben wir 40.000 im für die Heiler rausgehauen. Und ja, die Bogis, die brauche ich gar nicht zählen. Also das ist ein Witz. Wie gesagt, einfach ohne Rage-Spells, wenn es halt geht. Wenn es halt nicht geht, ist klar, dann muss ich halt gucken. Aber wie gesagt, das passt hier ganz easy. Das soll es dann zur heutigen Folge gewesen sein. Ja. Nee, dann muss halt leider, tut mir leid, dann muss halt nochmal ein Angriff rein. Der hier wäre auch ziemlich geil. Und den möchte ich gern angreifen. 1, 2, 3, 4. Die Chance, dass er nach draußen geht, sage ich mal, ist sehr gering. Also hier ist nichts. Nicht zu viel Mauerbrecher. Jo, passt. Also ich denke mal wirklich, ihr seht das wirklich, dass es mittlerweile viel differenzierter ist, dass ich sage, okay, nicht zu viel raushauen an Ressourcen, denke ich mal. Das sollte, denke ich mal, auf jeden Fall mittlerweile zu erkennen sein. Klar, jetzt habe ich auch schon wieder 11 Mauerbrecher rausgeballert, aber die mussten halt einfach mal sein, Junge. Bitte nicht. Ah. Flegel. Zack, da ist offen, ganz genau. Der King kümmert sich ums Äußere hier, einwandfrei. Und die Queen kann schön reinziehen. Wir haben jetzt den Nachteil, sie hat schon die Ability verloren, klar. Die kann nicht mehr gezündet werden, aber sollte, denke ich mal, ganz gut laufen. Ich habe zu viele Mauerbrecher rausgehauen. Ich weiß, es ist mir keine Freude. Aber so ist das halt. Was man hat, nimmt man natürlich auch schnell, muss ich auch echt sagen. Aber jetzt zum Beispiel würde ich keinen Heiler mehr raushauen und sagen, oh komm, hier, jetzt heilen wir noch den King. Weil der ist, wie gesagt, beim Queen Walk eh nebensächlich und dann lieber halt wirklich nochmal was Elix raushauen für die Queen, dass die halt wirklich ordentlich ihren Rock weitermachen kann und dann passt das hier. Nee, aber hier ist das schon ziemlich cool. Bogiturm geht weg, ganz genau, dann haben wir auch, denke ich mal, den Einzelschaden. Ne, ich hau mal wirklich einen raus hier. Weil mit dem Luftfeger, der macht mir da ganz schön zu schaffen. Da will ich halt wirklich nochmal ein paar einzelne Sachen wirklich weg haben von den Gebäuden her. Und dann kann ich da richtig loslegen. Kann ich eventuell vielleicht noch in dem Bereich was ziehen. Mal gucken, wir haben, wie gesagt, immerhin noch eine Dreiviertelminute. Und wir haben keine Gebäude mehr, die mich jetzt hier so richtig hart bumsen könnten. Von daher kann man den Loot noch mitnehmen, ganz klar. Also ich meine, wir sind immerhin noch bei 40.000. Klar, oft genug lasse ich sie liegen. Aber wie gesagt, ist halt immer situationsbedingt klar, dass man gucken muss, wie das läuft. Hier sind wir bei 60%. Einwandfrei. Richtige Entscheidung von der Queen. Einfach mal schön den Sammler hier noch mitzunehmen. Das gefällt mir. Jetzt Minenwerfer down. Und dann wird sie sich so ein bisschen, ja, den Bart kraulen. Das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mal sagen, Spaß machen die Folgen auf jeden Fall. Und dann wird es weiterhin so auch mal mit den Bogenchecks weitergehen, denke ich mal. Das war's von mir.